Ich habe mir die Langhandelablage von Marbus Board gekauft, möchte die in diesem Video einmal kurz vorstellen. Den Link zur Marbus Board Langhandelablage findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Gekauft habe ich mir die, weil ich eine Hantelbank habe, die eben keine Langhantelablage hat. Von daher wollte ich mir noch eine extra besorgen, damit ich eben auch Kniebeugen, Bankdrücken, alles Mögliche mit der Langhantelstange einfach machen kann. Alles, was du dann nur noch brauchst, ist eben eine vernünftige Hantelbank. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Den Link findest du jetzt hier oben in der Infobox. So sieht das Ganze aus, wenn es mit der Post angekommen ist. Es ist alles in einem Paket gewesen, gut zusammengeschnürt, damit eben nichts wild durch die Gegend fliegt. Wenn man das ganze Paket dann einmal öffnet, die ganzen Einzelteile erstmal fein säuberlich rausholt, dann hat man eben ein solches Paket. Ich habe das hier mal so schön hingelegt, die Schrauben schon vorsortiert, so wie das eben dann am einfachsten mit dem Aufbau ist. Am besten sind hier auch zwei Leute beim Aufbau. Ich habe es aber auch alleine hinbekommen. Es ist ein bisschen schwieriger, aber es geht auch. Der ganze Aufbau hat mich ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde gekostet. Die Anleitung, die dabei ist, ist eigentlich ziemlich simpel, aber so viel großen Kram muss man hier auch gar nicht lesen. Man braucht halt einfach nur, am besten ist halt eine Knarre mit einem 17er Schlüssel und noch ein 17er Schlüssel, dann geht das echt am schnellsten. Und der Zusammenbau ist einfach mega einfach. Den Zusammenbau selber habe ich jetzt auch nicht gefilmt, weil das eher ja, ziemlich unspannend ist. Wenn das Ganze dann zusammengebaut ist, dann sieht das so aus. Wir haben hier 7 verschiedene Höhen, auf die wir die Langhantelablage ablegen können. Ganze 200 Kilo Gewicht hält das Teil aus. Also da geht schon so einiges rauf, was man damit machen kann. Die Langhantel passt perfekt zwischen. Auch die Breite, man kann es ja nicht in der Breite verstellen, aber die Breite ist ziemlich gut, so dass auch wenn man ein etwas breiteres Kreuz hat, kommt man da locker zwischen. Der Griff ist ziemlich gut, das heißt, man kommt nicht irgendwie in Bedrängnis mit der Ablage, weil die Hände dann schon zu dicht in der Mitte sind oder man zu weit außen greift. Das passt alles ziemlich gut und es macht auch einen wirklich stabilen Eindruck, also auch wenn man dran rüttelt und so. Ich habe das ganze Ding jetzt auch schon 4 Wochen in Benutzung und bin mehr als zufrieden. Für den Preis wirklich top, kann ich nur empfehlen. Ein Link zu dieser Langhantelablage findest du unten in der Videobeschreibung. Oder du klickst einfach jetzt auf den Link, der hier im Video auftaucht. Falls du eine Langhantelablage suchst und ich dir mit diesem Video ein wenig weiterhelfen konnte, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video.